Hallo liebe Camper, Nicht-Camper und unsere Abonnenten. Schöne Grüße von uns. Ja. Unsere Urlaubszeit ist vorbei. Wir sind tief traurig. Na, aber auch nicht. Die 8 Tage haben wir auch wirklich genossen. Es hat auch gereicht im Sinne von, es war lang genug. Genau. Aber es ist halt schade, dass es vorbei ist. Jeder Urlaub, wenn er zu Ende geht, ist halt schade. Aber der ging nicht so schnell. Wir haben sehr viel gemacht. Wir waren sehr auch unterwegs. Wir sind jeden Tag, irgendwas haben wir gesehen, irgendwas haben wir gemacht. Also wir sind immer jeden also Tag. Also wo wir waren, das sagen wir euch noch nicht. Die Videos kommt ja noch. Mit den Erlebnissen. Ja, mit den Erlebnissen. Das war doch schon. Aber jetzt nochmal zurück zum Platz. Genau. Der Platz, wo wir uns finden. Also eins vorweg. In diesem Video bitte nichts Negatives um die Anlage hören. Also sollte auch nicht. Also wenn jetzt 95% jetzt alles super ist und diese 5% hier jetzt in die Video reingesteckt wird. Nein, nee, jeder soll sich sein eigenes Urteil genau, bilden. Also das werden wir nicht machen, auch in anderen Videos. Also es müsste, dann müsste es ja sowas Krasses kommen, also dass man da... Man muss sich sein eigenes Urteil bilden und jeder hat seinen kleinen Wehwehchen, wo es wehtut und sagt, das könnte besser sein. Genau. Aber sowas machen wir nicht. Wir sagen einfach, was ihr hier erleben könnt, was ihr hier machen könnt. Genau. Uns hat das sehr gefallen. Wir haben die Zeit sehr genossen. Wir hatten mal gutes Wetter, mal ein bisschen Regen, aber allgemein, so wie heute, ist wieder sonnig. Genau. Es war schön. Ja, die Anfahrt war hier... Ein bisschen holperig, ja, aber das haben wir ja schon berichtet. Ja. Ne? Also die Anfahrt, ich meine jetzt von Richtung jetzt, also die Anlage jetzt hier rein, so. War ein bisschen so, da müsst ihr sehr, sehr aufpassen. Davon gibt es auch ein bisschen kleines hoch, Video. Und, ein bisschen runter. Ja. Aber ja, wir kamen hier an, wurden nett begrüßt. Genau. Angenommen. Wir haben auch gleich an der LAN gebucht. Ich dachte, ja, komm, das ist, genau, wenn wir schon hier sind, machen wir das auch. Platz direkt an der LAN, am Wasser. Genau. Und ihr müsst nicht nur stehen und campen, sondern ihr könnt auch hier angeln. Genau. Oder ihr könnt auch hier Bötchen, Kanu fahren. Genau. Ihr könnt hier auch mit so einem Quad herumdüsen. Na, leider nicht im April. Das würde ich euch lieber im Mai zur Saison. Genau. Ne, also, aber ansonsten habt ihr hier ganz viel, was ihr machen könnt. Genau. Die haben auch einen Spielplatz für Kinder. Gibt's vieles. Diese Bücherkiste hat mir besonders angetan. Ja, das war wieder, sah wie eine Telefonzelle aus, gelb, so eine schöne alte Telefonzelle. Da wurde alles reingetan. Das war super gut. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu Sanitäranlagen. So saubere Sanitäranlagen habe ich schon. Ich weiß gar nicht, ob ich die jemals irgendwo gesehen habe. Zu Hause ist das nicht mal sauber. Also, 3 Duschen. Ganz wichtig. 3 Duschen Mann, 3 Duschen Frau. Genau. Aber ihr habt nie irgendwie Wartezeit oder ihr müsst warten. Ihr seid komplett alleine ihr da. Ihr müsst da euch da mal auf und wann ihr müsst die anderen gucken, gehen, wann die anderen nicht gehen. Aber also es ist so. Also ich schmeiß 1 Euro rein. Also erstmal ausziehen, 1 Euro reinschmeißen und gleich die Dusche anschmeißen. Und dann läuft sie 5 Minuten. 5 Minuten. 5 Minutes. Ne, 5 Minuten. Und ein großes Lob an die Putzface, an die Putzkolonne. Genau.
Super Arbeit, so sauber, die Sanitäranlagen, ob Toiletten oder Duschen, mega sauber, Ja, also wirklich. war einmal sauber. Toll. Alles super. Also Richtig gut. wirklich. Ja, Restaurant haben wir jetzt nicht wirklich besucht. Nein. Aber wenn ihr was fratzen wollt, wenn ihr sagt, ich habe irgendwie heute keine Lust, selber was zu machen, sondern der Alte soll mich einladen und sei es nur Fritten, Nix. dann Wirklich German human auch. Küche und Genau. ihr kriegt Schnitzel, da Schnitzel. allgemein, die Preise sind ja nicht so hoch wie in Hamburg. Also, wir. Also wir müssen ehrlich sagen, dass die Preise gar nicht so, also Also, hier, also, echt wirklich. egal, was wir Auch wenn gemacht ihr haben, irgendwo hin wollt oder so parken oder sonst was. Also, die Preise waren wirklich. ich glaube, für 2 € parken, also Altstadt, In der Altstadt. Altstadt, genau. 4 Stunden, 2 €. Da fängt bei uns, glaube ich, in Hamburg in der City. Ich glaube, Ich du bist glaube, weiß teilweise nicht, bei also. 5 Euro oder 6 Also, Euro für ich glaube, eine Stunde. weiß nicht, es ist, also, es ist. Also die meisten fahren ohne Auto in die City, weil das lohnt sich gar nicht. Die meisten Ja. fahren mit der Bahn. Ja. Aber auch, es gibt ja auch einen Imbiss. Aber der ist natürlich leider zu, natürlich spielt das Wetter nicht so, noch immer Brand Und nicht so die mit. Saison, ich denke mal, wenn die Saison da wäre, wäre das Also. offen. Also da gibt es auch einen kleinen Imbiss. Einen kleinen Laden gibt es auch bei dem Büro. Da Genau. kannst du Kleinigkeiten Es ist kaufen. auch sehr, es sind nicht viele Camper da. Es sind so diese, die nur übers Wochenende kommen und Ja. dann wieder abdüsen. Also wir waren hier von Dauercamper. Montag, von ja, Freitag. Dienstag bis Freitag. Ich glaube, hier waren höchstens hier, Wir waren hier komplett also allein. 15 Und Leute, jetzt ist Wochenende also wieder, jetzt 70 kommen wieder ein paar an. Quadratmeter, wirklich. Also hier war stille Nacht hier. Also komplett waren ruhig. Genau, also es ist halt richtig Entspannung pur. Na? Das finde ich auch richtig schön. Und das, was jeder kennt, die Mittagszeit, Mittagspause, wo Ja. eine absolute Ruhe Aufpassen, herrscht. Ruhe aufpassen. herrscht, der Ne? Schweigefuchs, der Ne? Schweigefuchs. Aufpassen. Da muss Bei man der ruhig dritten sein. Verwarnung raus. Da muss man ruhig sein. Genau. Stößchen. Zum nächsten Mal. Bonnie und Clyde. Wollen wieder. So. Was du löscht, hast du einen Papierkorb? Hab ich nicht. Du hast das ja Hab nicht. ich nicht.